Den Turm kenne ich. Ein Bild davon ist auch in der Ausstellung zu sehen. Ja, genau. Aber weißt du auch, was für ein Vorbild der Eiffelturm hat? Na klar, die Giraffe. Stimmt. Aber wieso? Wegen ihres flauschigen Fells vielleicht? Ja, nun keine Ahnung. Kannst du mir das erklären? Das Geheimnis liegt in ihrem Knochen. So eine Giraffe, die ist ja ganz schön groß und wiegt ungefähr so viel wie ein Auto. Aber was glaubst du, was passieren würde, wenn man jetzt ein Auto auf 4 Besenstiele stellen würde? Was für eine witzige Idee. Ich denke, die werden durchbrechen. Also müssen die Giraffenknochen stabiler sein als Besenstiele? Ja, ganz genau, das sollten sie. Und aber auch nicht so schwer, denn dann würde die Giraffe von ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Und auch wir Menschen könnten uns nicht so schnell bewegen, wenn wir in den Armen und Beinen anstatt Knochen Metallstäbe hätten. Aber so ein Knochen, der hat nur da Material, wo Druck- und Zugkräfte drauf wirken, nämlich an den Enden. In der Mitte, da wird die Kraft einfach durchgeleitet und deshalb ist es da hohl. Und auch wenn du genau hinschaust an den Stellen mit viel Material, da ist es auch nicht komplett ausgefüllt, sondern das ist so schwammartig aufgebaut, das nennt man Spongiosa. Und das erinnert an den Eiffelturm. Denn der Eiffelturm wurde mit der Leichtbauweise konstruiert und deshalb wiegt er nur halb so viel wie der Nürnberger Fernmeldeturm, obwohl der Eiffelturm noch mal 30 Meter höher ist. Das haben die Franzosen genial gemacht. Weißt du was? Ich wurde übrigens auch in Frankreich entwickelt und bin mindestens so genial wie die Konstruktion des Eiffelturms. Na, wenn du das so sagst, wird's schon stimmen. Aber komm, lass uns mal was genial Stabiles aus leichtem Material bauen. Ihr braucht eine Packung getrocknete Kichererbsen, die ihr über Nacht einweicht, und eine Packung Zahnstocher. Zuerst bauen wir mal einen Würfel. Dazu stecken wir einfach die Zahnstocher in die Kichererbsen nacheinander. So, eine Seite ist fertig. Dann geht's nach oben. So, fertig. Ja, dann bauen wir jetzt noch eine Pyramide. Die ist ja aufgebaut aus Dreiecken. Stabil. Ja, ihr habt ja jetzt ausprobiert und gesehen, dass Würfel und Pyramiden starke Strukturen sind. Und jetzt wollen wir das mal testen. Hier mit diesem Buch. Schauen wir mal, ob es das aushält. Ja. Würfel werden sogar noch stabiler, wenn man Diagonalen einbaut. Und Pyramiden gehören sowieso zu den stärksten Strukturen, weil sie aus Dreiecken bestehen. Jetzt bin ich gespannt, was unsere Zuschauer gebaut haben. Und ich erst. Würde ich total gern sehen. Dann sollen sie uns Fotos schicken. Ja, schickt einfach eine E-Mail an info@bionikum.de. oder über Instagram. Bis bald. Bis bald.
Schauen wir mal, ob es hält. Nee, ne? Schreibt einfach eine Mail an info@bionikum.de. Bis bald. Toll, now.